Die 1-Minuten-Regel, genial, absolut genial für alle Menschen, die irgendwie eine Routine einführen wollen oder ein Training einführen wollen, die irgendwas in ihrem Leben ändern wollen, aber irgendwie nie dazu kommen und es immer wieder rauszögern oder in irgendeiner Weise nicht umsetzen können. Die 1-Minuten-Regel. Was bedeutet das? Ganz profan bedeutet das, dass man jeden Tag 1 Minute etwas macht, was man sich vorgenommen hat. Zum Beispiel, dass man Hausaufgaben macht oder dass man seinen Haushalt führt oder dass man irgendwelche Arbeit, die man immer wieder aufschiebt, etwas aufzuräumen, dass man das macht. Oder Kraftsport, dass man sagt, okay, ich möchte einfach mehr Kraftsport in meinen Alltag integrieren. Was auch immer. Selbst Ausdauersport, oder wenn ihr sagt, Mensch, 1 Minute, das bringt doch gar nichts. Warum das was bringt, sage ich euch gleich. Selbst Ausdauersport könnt ihr, wenn ihr es 1 Minute am Tag macht, tut das euch dazu bringen, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. Warum und weswegen, kommen wir heute in dem Video dazu. Richtig, richtig geil. Also, wir machen jeden Tag 1 Minute das, was wir uns vornehmen. Da sagt jeder Mensch, 1 Minute, na, wer bin ich denn, wenn ich es nicht schaffe, wenigstens 1 Minute das zu machen, was ich mir vornehme, von dem ganzen Tag, wenigstens 1 Minute. Das sieht jeder ein und wer das nicht schafft, diese 1 Minute das zu schaffen, ich glaube, da braucht sich gar nichts vornehmen, weil 1 Minute ist wirklich nicht viel Zeit. So, und mit diesem Gedankengang, also wirklich 1 Minute, also das muss drin sein, das muss ich mir wert sein oder das so viel Eigeninitiative, das habe ich einfach. Und dann sagt man, okay, dann mache ich das. Und das ist viel einfacher, als wenn man wirklich bloß 1 Minute macht. Und man sagt sich wirklich bloß, ich steigere das nicht oder so, ich mache dir 1 Minute. So, und mach das monatelang, jahrelang, nur diese 1 Minute am Tag. So, und dann kreiert man eine Routine. Du tust jeden Tag das, was du tun möchtest in der Minute, was du dir vorgenommen hast. Das kreiert was. Ein neuronales Netz. Und dieses neuronale Netz zeigt dir an, hey, ich habe mir etwas vorgenommen und ich setze das um. Denn das Problem bei den meisten Dingen, die man sich vornimmt, ist nicht das Planen, sondern das ist die Umsetzung. Und einmal damit angefangen, etwas umzusetzen, ist es viel leichter, das dauerhaft zu erhalten. Und wir reden immer noch von dieser 1 Minute. Ne? 1 Minute. Und dann, wenn man dann anfängt aufzuräumen, ich erinnere an mein Fensterputzvideo. Zum Beispiel, wenn man ein Fenster putzt, macht man nur 1 Minute. Oder ich hatte damals gerade nur ein Fenster. Das erschien mir überschaubar. Dann fängt man damit an. So. Und dann kommt das, was uns sonst zum Verhängnis wird, wenn wir etwas ändern wollen, unsere Trägheit, die kommt dann ins Spiel und die arbeitet für uns. Denn wenn wir einmal angefangen haben, so ein Fenster zu putzen und man sagt dann, okay, 1 Minute, hast du irgendwie schon das Viertelfenster gemacht und sagst, naja, das kann auch dann das ganze Fenster machen. Und dann bist du halt schon 5 Minuten dabei. Das passiert automatisch. Ihr nehmt euch nur vor, 1 Minute. Tatsächlich nur 1 Minute. Und wenn da was kommt, dann seid ihr natürlich glücklich. Aber ihr nehmt euch vor, einfach nur 1 Minute. Ich sage euch nur die Effekte, die zwangsläufig kommen werden. Vielleicht könnt ihr auch dagegen ankämpfen und sagt, nein, das kommt bei mir gar nicht. Ich mache wirklich bloß die 1 Minute. Macht das ein halbes Jahr. Jedes Mal, jeden Tag 1 Minute. Und dann reden wir wieder miteinander. Es ist eine unglaubliche Bereicherung für das eigene Leben. Diese 1-Minuten-Regel. Ich bitte euch inständig, euch irgendetwas jetzt vorzunehmen, was ihr schon immer machen wolltet, jeden Tag. Macht eine sportliche Aktivität oder jeden Tag aufräumen, jeden Tag was minimalisieren oder was auch immer. Irgendeine Tätigkeit, die ihr euch vornehmt. Visualisiert das, was ihr machen wollt und sagt, ich mache jeden Tag 1 Minute, komme was wolle. Wer bist du, dass du das nicht schaffst, 1 Minute jeden Tag dafür aufzubringen, was dein großer Wunsch jetzt ist? 1 Minute, 60 Sekunden, mach das. Und im halben Jahr kommentiert ihr mir hier drunter und dann sehen wir weiter. Ihr könnt natürlich auch jetzt kommentieren, was ihr von der Regel haltet. Ich finde das so unglaublich genial und ich kann das so unglaublich nachvollziehen, wie gut das wirkt. Auch wenn ich das persönlich exakt diese 1-Minuten-Regel jetzt nicht gemacht habe, weil ich habe eigentlich keine Probleme, Dinge umzusetzen. Bei mir ist das eher so eine Sache, das Durchhalten der Dinge. Und da ist natürlich auch die Rückmeldung, der Erfolg von Bedeutung. Aber darum geht es den meisten nicht. Die meisten haben echt Probleme, das überhaupt umzusetzen. Und von daher, ja, 1-Minuten-Regel. Was haltet ihr davon? Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Samuel. Ciao.
Moin.